schönen guten Tag und willkommen zurück im wunderschönen Thea. Wir sind gerade dabei, Elfenholz abzubauen. Das dauert aber noch eine ganze Weile. Zumindest dauert es so lange, bis denen die Nahrung ausgeht, also 8 Runden. Wir würden aber schnell eine neue Expedition aufsetzen, um die Sklavenhändler zu verfolgen. Und mal zu schauen, ob wir denen nicht den Gar ausmachen können. Ich bin immer noch am gucken, wie viele Leute passen in so eine Expedition. Moment. Alle? Ehrlich jetzt? Okay, es hat kein Expeditionslimit. Mhm. Also dann muss ich mal sehen. Dann ist wahrscheinlich 12 eine schöne Größe. So das dreckige Dutzend. Was können wir denn mal herstellen? Um ein paar Forschungspunkte abzusahnen. 7 Punkte. 8 Punkte. Fellmantel. Wenn ich in die Schuppen habe ich nicht. Wenn wir das ändern, gibt es 7 Punkte und wir könnten mehr davon herstellen. 7 Punkte, wenn ich ja, wenn ich dafür Wolle nehme, gibt es 1 Punkt, okay. Das machen wir jetzt einfach mal und davon stellen wir jetzt einfach mal 4 Lederhemden her. Einfach nur für die Forschungspunkte. So, dann teilen wir wieder nochmal ein. Ja, das ist der Hammer. Es gibt überhaupt kein Expeditionslimit. Warum sagt eben das keiner? Also 6 Krieger, 2 Jäger, ein Weiser und eine Heilerin. Das heißt, wir sind bei 10 Leuten. 10 Leute brauchen am Tag 10 Nahrung. Wäre jetzt meine spontane Vermutung Altholz. Moment, ich muss mal verbieten, Altholz zu verbrennen. Nicht, dass die hier anfangen, so ein Zeug zu verfeuern. Ja, Pilze dürfte essen. Wobei, ich könnte natürlich auch mal hier die ganzen Grundnahrungsmittel rausnehmen, dass sie nur das verwertete Zeug essen. Das wäre vielleicht ganz clever. Dass die mir nicht meine Vorräte wegfressen. So. Und dann geht sie wieder ab, die Luzi. Ich will die Sklavenjäger fangen. Das finde ich nämlich gut, da gibt es ein Kind. Und diesmal will ich mal versuchen, gegen die zu kämpfen. Es sind ja schließlich Sklavenjäger. Eine Begegnung. Okay. Wir legen einen Hinterhalt. Das machen wir jetzt mal. Wir legen jetzt mal spontan einen Hinterhalt. Okay, was habe ich denn hier? Verbündeten Schützen, unterstützen, verwirren habe ich noch. Ich kann die alle verwirren. Gegen Taktik habe ich. Ich habe leider... warte mal, wir könnten... können wir Folgendes machen. Ich spiele mal diese da. Und hier war doch irgendwo eine mörderisch hohe Zahl der Unterstützung. Unterstützen 8. 7. Machen wir mal eine 5. Eieieiei. +5.
machen wir mal eine erste Aktion. Hier können wir nochmal verwirren. Ist klar, dass du sowas hast. Keine Frage. So, dann schauen wir mal. Oje, 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 das werden wir nicht schaffen. Wir schaffen es nicht. Falscher Angriff. Nicht gut. Okay. Es sieht nicht so schlecht aus. So. Der ist schon mal verwirrt. So, den kriegen wir definitiv weg. Dann machen wir hier Hunislav. Der hat, oh je, 16 Punkte. Schützen, nee. Das können wir so machen. Und so. Dann wird es jetzt Zeit für die gemeingefährliche Verwirrung. Dann den Karren noch raus. Nehmen noch eine Unterstützung dazu. Und Radar noch raus. Meine Krieger haben echt verdammt wenig taktisches Verständnis, müssen wir mal festhalten. Sind nicht sonderlich die hellsten. Aber wir haben ja den Slavik. Jawohl. Mit zwei Kinder. Wir versammeln. Oh, Ratzlava ist noch taktischer geworden. Wir versammeln die Leute und gehen. Das heißt für mich, ich gehe direkt nach Hause. Ich muss erstmal die Kinder abgeben. Oh je, ihr hört den Schrei eines Kindes im Dorf. Alle versammeln sich vor seinem Haus und sehen die Mutter des Kindes neben ihm stehen. Doch seine Mutter ist bereits seit Wochen verstorben. Ein Monster tötet sie. Wir sind am Arsch. Na klar. Okay, 17 plus 4, ach 21. Da bleibt nur so zu tun. Und hier nochmal einen Schutz drauf zu machen. Ach Gott, ne, der hat ja noch viel mehr so ein Zeug. Ich würde vorschlagen, das war nix. Wir müssen in Zukunft Leute zu Hause lassen. Wir können hier nicht so freigebig mit unseren Leuten sein. Weil einfach der Schaden nicht ausreicht. Kann man direkt aufgeben. Ja.
Traut um eure Toten. Zona ist tot. Scheibenhonig. Wir haben eine Leiche gefunden. Die versuchen wir jetzt nochmal zu retten. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Wir haben wieder eine Krankheit. Also wir können ganz schutzlos das Dorf nicht zurücklassen. Das ist ein wenig ärgerlich. So, was mache ich denn? Was mache ich denn? Gegentaktik. Der kommt gleich mit 10 Schaden um die Ecke. Bleibt mir nur dieses zu tun. Und direkt noch die Heilerin hinterher zu spielen. Ja, ist klar. Tja, machen wir es kurz. Ich spiele jetzt einfach alles, was da ist. Und hoffe, dass es reicht. Das ist jetzt als Taktik schwierig, aber was will man machen? Ich kann mir es jetzt nicht aussuchen. So. Irgendwann muss es ja mal klappen. Die wollen ja, dass es klappt. Ich krieg das ja hier immer wieder. Nehmen wir eben noch eine. Jawohl. Habe ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Der Doktor ist in der Stadt. Komm, einen Angriff überstehst du. Nein! Das ist mein bester Heidi direkt raus aus dem Rennen. Die haben halt einfach echt Schadenszahlen drauf. Da komme ich auf Ideen. Das Einzige, was ich habe, ist eine gute Verteidigung. Ja. Die Heilerin muss es jetzt reißen. 14. 16. Wir können jetzt spontan. Aha, scheiße. Das tut weh, wenn man da nicht trifft. Das ist einfach echt ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir jetzt wirklich tatsächlich das mit der Sammelexpeditionstrupperei, das muss ich mir nochmal neu überlegen. Ich brauche noch mehr Leute, um das anständig zu machen. Weil dann will ich da tatsächlich ja auch wirklich einen Trupp haben, der ein bisschen was kann. Und wir dürfen das Dorf nicht so schutzlos zurücklassen. Das heißt, wir müssen erstmal hier den Trupp fertig machen. Da gibt es einen Segen der Intelligenz. Oh, zwei Heilkunst. Ihr schafft es, die Blutung zu stoppen und die Person zu verarzten. Später, als er wieder gehen kann, erzählt er euch, was passiert ist. Ich sage euch, es war furchtbar, furchtbar. Aus dem Nichts erschien ein riesiger Fuß und lief einfach über mich hinweg. Auf Thea habe ich viele Dinge gesehen, doch solch eine Kreatur habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich war größer als ein Troll, eher wie ein großer Drache. Ich weiß nicht, was es gewesen ist. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Segen der Intelligenz. Nicht zu danken, wollt ihr vielleicht mit uns kommen? Ihr habt erhalten einen... Keru, großartig, danke. Ja, das würde ich sehr gerne. Kommt mit uns. Keru, was ist denn ein Keru? Keru ist ein Jäger. Das finde ich persönlich ziemlich cool. So, im Dorf ist die Produktion Gott sei Dank noch nicht ganz defekt. Weil wir hier noch ausgleichen können. Zona war glaube ich, warte mal. Nein, Zona hat das Essen gemacht.
Scheiße. Genau, Zona war jetzt einfach auch noch eine von denen, die wir jetzt nicht einbüßen konnten. Damit hat Hunislav diesen Posten gewonnen. Glückwunsch, Hunislav. So, nee, das kann ich nicht machen, oder? Ich kann da jetzt nicht hier so einen Krieger abstellen. So, wir haben jetzt Kinder. Das ist schön. Wir haben zwei neue Kinder. So, und jetzt muss ich mir erstmal hier den neuen Kollegen angucken. Zeru hat auf jeden Fall eine Ritualarmbrust und er hat einen Steinkriegshammer mit 11 Schaden. Du, mein Freund, wirst diesen nicht behalten. Du kriegst hier eine schöne Axt. So, und dann werde ich mal schauen, habe ich eine Rüstung für dich. Irgendwas mit Geschick wäre doch ganz clever. Die ist zu schwer. Oh, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, mein Freund. Die ist zu einfach. Lalala, dann ist natürlich schade, dass das mit der Axt nicht ganz aufgeht. Muss ich dir doch so eine geben? Muss ich. Und dann kannst du dir nämlich diese Rüstung anziehen. Guck mal. Ringe und so ein Kram habe ich jetzt leider nicht. Ist alle, weißt du? Jungen, weißt du? Hammer nisch. Kriegen wir aber irgendwann mal wieder. So, ja, Hunislav, du musst jetzt trotzdem erstmal, ja, da muss erstmal Bigosch machen. Solange er zu Hause ist, können wir das ja tun. Oh Mann. Und dann kann ich nämlich einen meiner Krieger. Karl hat. Hunislav hat. Schönen Schild eigentlich. Karl hat. Schild okay. Aber weil sich so schön ausgeht, kriegst du natürlich hier den Hammer. So. Und dann habe ich jetzt hier diesen 441. Der ist besser, Junge. Der ist besser. Das ist was Feines. Ach, je. So. Ja, wir brauchen als nächstes einen Handwerker. Wenn die Kinder groß werden, müssen wir einen Handwerker bauen. So, wieder eine Weste abgeschlossen. Das ist gut für die Forschung. Und jetzt warte ich einfach, bis meine Elfenholz-Expedition soweit ist. Oh, siehste. Jäger, stolzen Arbeitern. Nein, Handwerk. Shibira. So, wir haben einen neuen Handwerker. Und wir haben einen Forschungspunkt und wir haben neue Fähigkeiten. Also das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Das ist ja wohl der Knaller. So, dann, was erforschen wir? Wir sollten jetzt langsam mal anfangen, uns mit Waffen auseinanderzusetzen. Da ich ja ein großer Hammer-Fan bin, wäre es vielleicht an der Zeit, Äxte, Einhandschwerter, Rüstungen, Schmuck, Stäbe. Komm, wir probieren jetzt mal Knüppel. Dann kann man nämlich dann die Kriegshämmer machen. Und ihr seht schon, ich habe ja hier so ein gewisses, einen gewissen Faible für Kriegshämmer. Okay, dann können wir nämlich jetzt Folgendes sagen. Shibira, oder wie hieße? Ja, du. Du, oh Gott, ja, was mache ich denn mit dir? Du bist jetzt nicht unbedingt die Stärkste. Wir können dir trotzdem eine Rüstung erstmal geben. Dann habe ich für dich noch einen Hammer, damit du auch was bauen kannst. So, dann kann ich nämlich einen Topf klopfen mit. Und dann habe ich noch irgendeine Waffe für dich. Warte mal, müssen wir mal. Ich würde der Shibira jetzt tatsächlich den Spieß geben. Und dann müssen wir nochmal gucken, dass wir eine einfache Rüstung. 4, 3,
Die Rüstung ist doch was Feines. Guck mal, Shibira, das ist doch okay. Shibira, meine Sonne, soll niemand sagen, bei uns wird es dir schlecht gehen. Gut. Und dann können wir Shibira nämlich hier in die Produktion abordnen. Und dann ist das erstmal erledigt. Und du bist fertig. Da können wir wieder Bigosch machen. Wir machen noch ein Lederhemd aus reinen Forschungsgründen. Oder warte mal, wir könnten das auch abbrechen. Und was können wir denn jetzt, wenn wir hier einen schönen Knüppel bauen? Dunkelholz zum Beispiel. Oder Dryadenholz. Wir können ja mal gucken, was es da so gibt. Dryadenholz, Mithril und Gold. Oder warte mal, wir könnten ja hier unten auch nochmal Mithril reinmachen. Hier unten ist es jedes Mal völlig egal, was man macht. Ein lebendiger Knüppel, meisterlich aus lebendem Holz der Dryaden. Schaden und Attraktivität. Okay, wenn ich das aus dem Holz mache. Brombeerholz. Nee, das ist langweilig. Und aus dem Holz gibt es einen Morgenstern. Überraschend leicht. Nee, das ist. Dann ist tatsächlich das hier schon. Wenn ich jetzt natürlich. Der 3 Schaden und Attraktivität. 5 Schaden. Meister dich aus dem lebenden Holz der Sagen umwobenen Dryaden geschnitzt. 10 Forschungspunkte. Das baue ich. Ich baue mal davon einen. So, das machen wir jetzt. Wir bauen jetzt mal so einen Knüppel. Eine kleine Gruppe von Flüchtlingen wird auf der Durchreise in der Nähe eures Dorfes gesichtet. Hallo Reisende. Die Leute sehen verängstigt und geschwächt aus. Sie haben jedoch einige ordentliche Kämpfer in ihren Reihen. Ein älterer Mann kommt auf euch zu und spricht. Wir sind nicht auf Ärger aus und suchen auch nichts aus eurem Dorf. Wir hätten einen anderen, weiter entfernten Weg gewählt, doch dieser hier scheint für uns am einfachsten zu bereisen. Unsere Heimat wurde von einem Ork-Clan erobert und nun reisen wir nach Süden, um unser Glück andernorts zu finden. Gut, ihr habt jedoch einige Kämpfer, wollt ihr eure Heimat denn nicht zurückerobern? Nun, wir haben den Kampf versucht, jedoch versagt und um ehrlich zu sein, blieben wir zu lange an Ort und Stelle. Doch wisst ihr was, diese Rohlinge haben einen Haufen unserer Leute getötet und viele unserer Güter geplündert. Wenn ihr also versuchen wollt, sie zu besiegen, nur zu... Danke, wir werden uns das anschauen. Moment. Warum bleibt ihr nicht hier, statt nach Süden zu ziehen? Wir haben ein starkes Dorf, das stetig wächst. Oh ja, das wäre schön. Bleibt hier. Unser Dorf stand 100 Jahre unter dem Schutz der Götter. Plünderer. Okay, das will ich. Das machen wir. Wir sind jetzt so in der Überzahl. Eigentlich... Ach Gott, die sind ja auch von der Stufe gar nicht so... Spannend. Dann mache ich direkt mal die Abteilung Gegenangriff. Und nehme ihm erstmal seine komplette Hand auseinander. Also mein Freund, ich habe solche Argumente. Du hast überhaupt keine Vorstellung. Jetzt machen wir noch eine Runde Gegentaktiken. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch alles aufs Feld klatschen. Und dann diskutiere ich das mit dir hier also sowas von zu Ende, dass du also nicht mehr weißt, wo der Frosch die Locken hat. Den laber ich jetzt so dadurch, dass ich alles bekomme. Das wäre geil, das wäre echt so geil, wenn ich jetzt hier spontan ein paar Leute für mein Dorf gewinnen könnte. Das wäre richtig schön. So, ja, jetzt ist es einmal nur weglabern. Pass mal auf, mein Freund. Und so sieht das nämlich aus. Und ihr seid alles Pussys und ihr rennt hier durch die Wüste. Und es wird doch eh nichts. Aber ich kann euch also hier mit Abstand, also ich bin, also und so. Was ich halt ganz gerne hätte, ich hätte gerne für meine Expeditionstruppe Tatsache noch. Okay, zuerst schütteln die Leute den Kopf und murmeln. Ich werde nicht bleiben. Ich muss dorthin gehen, wohin mich meine Vorväter geleiten. Meine Kinder sind jedoch zu klein. Ja, sie werden wie unsere eigenen Kinder aufwachsen. 4 Kinder. Geil. Geil, 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 geil. Das ist cool. Das ist tatsächlich echt cool. 4 Kinder.
Und mit 4 Kindern im Schlepptau beende ich die Folge. Sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, netten Kommentar schreiben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära. Ja.